So, hallo und herzlich willkommen. Neuer Teil. Und bevor wir zum Kalender kommen, schau mal, wie viel Motoren wir vorproduziert haben. Und ich glaube, es reicht, weil 174 erscheinen. 174 haben wir in den Meilenstein schon reingeschoben. Und jetzt packt mal die letzten 26 hier hinein. Und dann sehen wir den Meilenstein, wo wir endlich den Computer bauen können. Und wir hören Ada zu. Milestone reached. Manufacturers can receive up to 4 inputs for the production of complex parts, such as computers and heavy modular frames, but most importantly, the 2 new project parts. The modular engine and adaptive control unit are essential for the development of phase 3 of project assembly. You are making good progress. The future is starting to look bright. So, sollten wir mal schauen, was wir jetzt noch brauchen. Wir wirklich jetzt schon die Lokschienen. Schauen wir mal, Stufe 2. Oh, MK4 wäre eventuell nicht schlecht. Treibstoff. Ah, ich würde, oh, aber da brauchen wir den. Da brauchen wir den Gummi. Den Gummi, den produzieren wir noch nicht. Den produzieren wir noch nicht. Das könnte man. Ja. Gehen wir mal auf den Meilenstein. Der ist, glaube ich, ein wenig einfacher. So, nun habe ich mir überlegt, wir müssten mal irgendwo. Hier mal schauen. Irgendwo diesen Weihnachtsbaum hinstellen. Und den würde ich gerne. Ja, eventuell hier reinstellen. Boah, der ist ja riesig. Es fehlen 100 Zweige. Das heißt, 2. Hallo? Zweig und der wird im Konstruktor hergestellt. Das heißt, schauen wir mal, ob wir irgendwo einen haben, der aktuell nicht arbeitet. Der nicht arbeitet. Nee, 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 nee. Ja, wir können auch kurz schnell einen hinklatschen. Mal schauen, ob der genug Strom dafür ist. Warten wir schnell. Produktion, Konstruktor. So, drehen wir den mal so rum. Dann schauen wir mal, ob wir hier. Ah, Schein, da können wir Strom anschließen. Und dann gehen wir rein damit und sagen, wir wollen Zweige produzieren. Und da haben wir natürlich jetzt keine Geschenke dabei. Aber wir haben ja hier ein bisschen eingelagert. So. Schmeiß. Ups, so, da sie. Hallo, ein bisschen Koordinationsprobleme. Dahinter müssen wir. So, war mal hingeschmissen, da haben wir hingeschmissen. Und dann sagen wir mal 200 Pakete rein. Und da könnte man fast ein bisschen beschleunigen. Dann sind es 25 Zweige pro Minute. Und dann machen wir Folgendes. Dann machen wir hier eine Kiste und sagen zu der Kiste bitte einmal auffüllen und in die Kiste schmeißen wir, wo haben wir sie? Die Geschenke rein. So, dann laufen die hier schön rein. Dann haben wir immer genug Geschenke. Und was haben wir gesagt? Brauchen wir für den Baum? Ah, 100 Zweige und ein bisschen Zement da. Also betonen, betonen. Aber da dürften wir hier unten genug haben. Da haben wir genug hier unten drin. Nehmen wir mal ein bisschen was mit. Nehmen wir schnell 1000 mit. So, hier haben wir die Eisenträger, haben wir auch noch genug drin. So, dann wieder zurück. Dann dürften wir schauen, wie viele Zweige wir schon produziert haben. So, die ersten 30 sind produziert.
haben wir Holz. Holz und Glas. Könnte man kurz da unten reinschmeißen. Laufen die noch? Ah, die laufen sogar noch. Tasche her. Tasche her, obwohl wir gar nichts mehr da drin haben. Aber die werden wir jetzt auslaufen lassen. So, da liegt das nächste Geschenk schon, schau. Natürlich auch mit. Zack. Ho, ho, oh, whatever. Ho, 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 ach, egal. Wie haben wir gelacht? So. Nehmen wir das so mit. Was haben wir da noch mit drin? Ah, die. Die sind da produziert. Wir müssen unbedingt über den Shredder Shop müssen wir uns ein bisschen was besorgen. Ich würde gerne die Beton Fundamente, dann brauchen wir nämlich kein Eisen mehr. Dann wollte ich. Das brauchen wir jetzt nicht. Den Wagen könnten wir eventuell nehmen. Ich weiß nicht, ob wir da schneller sind. Dann auf alle Fälle. So. Die Schilder. Die Schilder. Beschriftungsschild, Displayschild. Werbetafel brauchen wir nicht. Ja, ich glaube die hier. Dann brauchen wir 8 Tickets. Und wir haben. Müssen wir kurz hinterschauen. Ich glaube, wir haben 40 oder so. Oh, 46. So, drucken wir mal hier aus. 46, wir haben gesagt, wir brauchen aber nur 8, das heißt, kann ich es jetzt nicht mehr reinschieben. Warte mal schnell, schieben wir mal die schnell da rein. Und die Stangen mal da rein. Beton können wir auch reinschieben. Und dann müssen wir schauen. Ja, 50.000 sind schon eine Hausnummer. Aber, ja, wie ihr seht, zählen schön runter. Ich würde nämlich euch gerne was zeigen, dass man hier sozusagen die überflüssigen Coupons jetzt nicht die ganze Zeit mit sich rumträgt und versehentlich verliert, sondern die kann man hier wieder zurückschieben. Aber so wie es ausschaut, das wird jetzt nix. Weil, kriegen wir nicht hin. Also lagern wir. Ups. Gehen wir kurz in den Shop. Und kaufen wir kurz die Sachen, die wir haben wollten. So. Where did you leave your lizard doggos? What's in this storage container? Where did you put the essential components needed to save humanity? Do you wish there was text to prevent you from constantly taking the wrong turn? Disguise your struggles to comprehend the complexity of your surroundings with signs. So, nun haben wir Schilder. Jetzt haben wir hier beispielsweise den ersten Container der jetzt so steht, der sozusagen nicht befüllt ist. Und jetzt müssen wir mal schauen. So. Und jetzt können wir das hier automatisch. Hier kann ich sogar das Symbol ändern. Ah, das ist cool. Das ist ja cool. Das ist nämlich die automatische Verkabelung, oder? Die ist hier drin. Automatische Verkabelung, genau. Und dann sagen wir hier. Hallo?
kann ich den Symbolhintergrund nicht. Ne, machen wir nicht. Ne, ist cool. Die Farbe, Hintergrund. Ah, hier. Automatische Verkabelung. So. Jetzt haben wir das hier. Perfekt. Das Schild haben wir jetzt nur auf einer Seite. Können wir das jetzt hier nehmen. Und hier auch hinmachen. Boah. Können wir jetzt nicht. Pass auf. Das würde ich jetzt gerne einstellen, kopieren. Einstellungen einfügen. So. Ah, perfekt. Also die Schilder sind schon mal cool. Die sind schon mal cool. So, jetzt schauen wir mal wegen unserem... wo wollten wir hin? Hier wollten wir hin. So, Zweigen. Dann bauen wir unseren Baum da hinten. So. Riesiger Baum. So, setzen wir hier schön in die Mitte rein. So, schönes Foto gemacht. Und der Baum kann im Grunde genommen nichts außer hier stehen. So, das heißt, wir gehen mal zu unserer Forschung und schauen, was wir weiter forschen können. Wo haben wir es hier? Feiertags-Events. Wir können, hier können wir das können wir forschen. Dann brauchen wir hier noch. Candy canes are used to create several items. In this case, when combined with the Xeno Zapper, you will gain a piece of equipment perfect for use against anyone on my naughty list. Like whoever hard-coded and black-boxed this event. Kombiniert mit der... mit dem Zapper? So. Wo kann ich denn... Ich komme mit Zuckerstangen produzieren. Oh, Manufaktur. Aus 3 oder 4 Sachen was herstellen. So, jetzt passen wir auf. Ja, keine Ahnung, wo wir die... Lass mal kurz schauen, ob wir hier... ob wir hier mehr rausfinden. Zuckerstangen. Jetzt passen wir auf. Zuckerstange. Konstruktor. Jetzt können wir andere Dinge herstellen. Und da können wir aus einem Basher und Ding können wir einen Zuckerstangen-Basher machen. Machen wir das. So, das heißt, wir müssen mal kurz hier hinüber und müssen mal sein Rezept auswählen und müssen mal sagen hier, bitte mal Zuckerstangen. Heißt, er produziert jetzt hier aus unseren Geschenken Zuckerstangen. Und anscheinend, mal kurz schauen, wo kann ich den Becher herstellen? Ja genau, den kann ich hier natürlich nicht herstellen, den könnte ich nur in sowas herstellen.
Nee, kann ich nicht. Pass auf. Jetzt schauen wir nochmal schnell. Zucker. Wo man den Basher her. Ja, Ausrüstungswerkstatt. Wie viel brauchen wir da? Wie viel brauchen wir da? Zucker. Da brauchen wir 25 Zuckerstangen, 15 Geschenke und 2 Zerpa. So. Jetzt sind die Geschenke hier schon aus. Da wieder ein Crit ist da. Ich weiß natürlich jetzt auch nicht. Das heißt, wir müssen ordentlich Geschenke sammeln. Weil so viel haben wir gar nicht. Ja, das ist nämlich hier vorbei mit meiner Kiste. Wird jetzt ungern. Ja, Zuckerstangen. Weiß ich nicht. Was haben wir gesagt, wie viel wir brauchen? Für unseren Basher. Für was brauchen die Zuckerstangen eigentlich? Leckere Zungenstangen, ferner genossen werden können. Nicht für den menschlichen Verzehr geeignet. Okay. Und hier haben wir 2 Zero Zap. Und 25 Zuckerstangen und 15 Geschenke. Das heißt, wo sind unsere Zuckerstangen? So, 20. Das heißt, wir haben jetzt genug Zuckerstangen. Jetzt würde ich fast wieder, müssen wir mal kurz schauen, was wir mehr brauchen. Ob Zuckerstangen, wir haben immer noch nicht unseren Kalender angeschaut. Ob mehr Zucker, wir brauchen definitiv Zuckerstangen. Zuckerstangen und Schleifen. So, das heißt, jetzt machen wir mal hier. So, hier 2 so Dinger. Einmal, zweimal und dann gibt's einen Zuckerstangen Special, aber wir haben keine Geschenke dabei. Weil wir alle in den Container reingehauen haben, hier hätte ich jetzt beinahe gesagt. Schnell welche geholt. So, und hier können wir einen Zuckerstangen-Basher produzieren. So, dann ins Inventar und hinein damit. Halt. Nun haben wir eine leckere Zuckerstange. So, den anderen Basher legen wir mal. Schaut auch toll aus, aber den legen wir jetzt mal hier ab. So, dann haben wir hier den Ding und die Zuckerstangen werden hier fleißig produziert. So, nun brauche ich für das nächste Event 10 Zuckerstangen. Die dürften schon drin sein. So, nehmen wir hier die 23 raus. Und sagen wir bitte einmal forschen. Und hör mal da dazu. Fixmas bows can be crafted from gifts in the constructor and can be combined with candy canes to make the candy cane decoration. Unfortunately for us both, this is only the first of several decorations, and you have been encouraged to spend your time and effort on these precision engineered fleeting moments of joy. So. Dann schauen wir mal. Wir können jetzt nämlich Schleifen herstellen. 2 Geschenke, 1 Schleife. Dann produzieren wir mal ein bisschen Schleife. So. Mal genug an Schleifen. Aber was haben wir jetzt gesagt, was wir brauchen? Für den nächsten. Hier, für den rote und blaue Kugeln braucht man 30 Schleifen. Puff. Puff, 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 puff. Ja, ein bisschen was haben wir schon, aber 30 Schleifen dauern einfach ein bisschen. So, dann schauen wir mal. Ich würde sagen, in den Kalender rein.
Und zwar müssen wir haben heute den 4.12. Das heißt, wir müssen die 4 suchen. Also die 5 habe ich hier gefunden, aber die gibt's. Die dürfte noch nicht aufgehen. Hier ist die 7. Hier ist die 14. Hier ist die 16. Hier ist die 20. Hier ist die 4. Wir öffnen und hier ist das zweite Datenmodul. Fixit thought it was being very clever with the layout of this research tree. About as clever as you. So, damit können wir den nächsten Ding aufmachen. Aber ich würde gerne die Nummer 3, hier mal die 8, hier mal die 24, 23, 10, 12, 9, 25, 5. Das ist sogar die 15 hier, da hier unten ist die 5. 23, 8, 24, 17, 18, 8. Wo ist die 4? 9, 12. Wo ist die 4? Werden wir uns wohl helfen lassen müssen. Wir geben hier die 4 ein und Hilfe erhalten. Und es wäre so einfach gewesen. Ach so, die 4 haben wir ja schon. Die 3 wollten wir. Boah, die 3 da hinten. Habe ich gar nicht gesehen. There is no escaping the Fixmas spirit with this red ornament build gun trinket. It can be equipped at the lockers in the hub. So, jetzt brauchen wir die 30 Schleifen. So, die haben wir hier. Ich würde hier mal blockieren, weil ich nicht weiß, was jetzt aktuell am sinnvollsten ist. So, wir machen diese Forschung hier fertig. The red and blue Fixmas ornaments are produced from gifts, unsurprisingly, but this time in the smelter. Now I hope you listen to that, because I will not repeat it no matter how confusing this all is. Blame the original Fixit Fun engineers. Most of them ended up in jail for various reasons. But do not worry, the event has since been vetted by the second generation of Fixit Fun engineers, who were only sued. So, goldene Kugel, also kupferne Kugeln und Eisenkugeln. Aber brauchen wir 200 rote, 200 blaue, 100 Geschenke und nochmal so ein Datending. Ich würde fast hier jetzt mal erst gehen, also 50 Schleifen, 50 mal Zimtstangen. Das heißt, wir lassen ihn jetzt erstmal. Wir nehmen mit die Geschenke hier raus und sagen, okay, die 200, das sind dann 100 Schleifen, also die dann hier drin sind. Und dann nachher stellen wir die Zuckerstangen her. Jetzt pass auf, wir können eigentlich die Geschenke hier mal an den Boden legen. Die müssen wir ja nicht mehr mittransportieren. Schau mal, die sind ja hier gut gestapelt. Und was wollte ich noch in der Folge? Uns läuft schon wieder hier die Zeit davon. Wir sind schon wieder kurz vorm Schluss, haben aber nichts Großartiges bewältigt. Wir wollten ja für unseren Meilenstein. Wo ist er? Hier wollten wir ja unsere Computer herstellen. Und für die Computer brauchen wir natürlich Platinen. Und die Platinen, aus den Platinen brauchen wir Kupferbleche, die haben wir genug. Und Kunststoff. Kunststoff haben wir aber nichts da. Das heißt, wir müssen zum Rohöl wieder laufen. Das kostet mich wieder Zeit. Ich würde sagen, wir beenden die Folge. Ich gehe ein bisschen Kunststoff sammeln und sage danke fürs Zuschauen.
und gehe nebenbei noch ein bisschen Geschenke einsammeln. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge der Puppy.